Naja, gehen wir mal rein. Er steht schon vor der Tür. Schätze mal, wir kippen gleich um oder irgendwas. Get in. It's crazy everywhere. It's a miracle you didn't get bit. Ew, is that? Jesus, I'm as sick as a small hospital. Muerto, culo. Get away from this house. You free, what are you devil? Do it. Give me the gun. No! You have been bitten. You will turn. Aber nur ein kleines bisschen. I've seen it now. Get away. They were at the crash. I invited them. Just give me the. No, I will not have this devil in my house. Your house. You may have snuck your whole family in the moment I was gone, but this is still my home. You abandoned me. Well, I'm back now, and you are still my housekeeper, so give me the bloody gun. Gib sie mir mal. Here. After party's over. We've got a problem. Our friend here has been bitten. So? Aber nun bitten. Mean? It means it will turn into a beast. We must kill him. This is not a fucking movie. I'm not killing them. It's definitely not my job description. Oh God. Are they turning? Oh, we're gonna be sick. Shoot them. Ja, Zombies arbeiten im Schlaf. So wie es aussieht, wurden wir gerettet. Mit Manschettenknöpfen. Say something. Hallo? I've not been shot. Michael fainted and the gun went off. Fucking idiot almost hit me. No need for these. Fever's gone. Feeling fine as a blue sky. You do seem better. And the bite's healing too. But you're staying locked up. But the fever's gone. That proves... No, it proves nothing. Okay? I mean, people are eating each other out there and... No one knows anything about what's going on, and I can't get hold of my agent or my manager. I'm a sight more use than an agent right now, darling. You can trust me. Nice try. But trusting people never worked out too well for me. Emma! Can I ever get 2 minutes away from him? They're surrounding the house. They're trying to get in. Give us the key to the cuffs. I can help. Shit! Okay, they're toy cuffs. Just press the button. Oh, man. For fuck's sake. Everything in this city is fake. Aufstieg Level 3. Okay. Das ist das Fähigkeitsdeck. Hatten wir schon. Fähigkeiten sind Kampfaktionen und Boni, die du dir als Fähigkeitskarten während des Spiels verdienst. Die Gestaltung deines Decks, also die Auswahl deiner Fähigkeitskarten, entscheidet über deinen Spielstil. Um eine Fähigkeitenkarte zu nutzen, muss sie zuerst für einen freigeschalteten Fähigkeitsslot ausgerüstet werden, den es in 4 Rängen gibt. Die Slots werden im Laufe des Spiels freigeschaltet. Ein Slot kann jede Karte des passenden Rangs aufnehmen. Dieser erste Rang, die Fertigkeiten, beinhaltet deine wichtigsten Kampfaktionen. Sie werden automatisch ausgerüstet, wenn du sie in Story Quests freischaltest. Sieh mal, du hast deine erste Fähigkeit schon freigeschaltet. Wenn du etwas Besseres findest, kannst du sie auch jederzeit austauschen. Boah. Ich hoffe, das macht ihr nicht mit euren Frauen. Du hast deinen neuen Überlebender-Fähigkeiten-Slot freigeschaltet. Wähle ihn aus, um deine erste Überlebender-Fähigkeiten-Karte auszurüsten. Überlebender-Fähigkeiten helfen dir, den Zombies länger standzuhalten. Schlechter Fähigkeiten helfen dir beim Töten der Zombies. Und Numen-Fähigkeiten, tja, das wirst du noch herausfinden. Werden wir das? Wählst du einen Fähigkeiten-Slot, werden dir alle deine Fähigkeiten-Karten angezeigt, die in diesem Rang ausgerüstet werden können. In diesem Fall sind das Überlebender Fähigkeiten. Zudem erhältst du weitere Infos zu den Fähigkeiten. Rüste also die Fähigkeit aus, die am besten zu deinem Spielstil passt. Fähigkeiten. Okay. Enter. Im Laufe dieses Spiels wirst du gewisse Vorlieben entwickeln, wenn es um das Töten von Zombies geht. Fähigkeiten. Du solltest also möglichst viele Fähigkeiten freischalten und ausrüsten, um so zu deinem unverwechselbaren Stil zu finden. Packen wir es an. Was haben wir denn hier? Nur für Danny und Jacob. Stürze dich in einen grausamen Kreislauf des Todes. Töte einen Zombie, um einen kleinen Schadensboost zu erhalten. Oh, da ist ja noch was. Stärke deine Verteidigung. Ein gut getimtes Block- oder Ausweichmanöver füllt Gesundheit auf. Ich glaube, wir lassen das mal. Ich glaube, das ist für mich
besser oder kann ich... Kann ich auch beide auswählen? Ne. Okay, da gibt es noch nichts Neues. Schlechter haben wir auch noch nichts. Und das ist gesperrt. Weiter geht's. Emma, verzweifelt gesucht. 2.500 Erfahrungspunkte. So, wir müssen ja wieder in Form kommen. Okay, das funktioniert nicht so wie erwartet. Tomb of the Tiger Queen. Kim Carnival and the Tomb of the Tiger Queen. Deep in the Jungle, Lost in the Past. Mit Emma Jaunt. Das ist Emma. Kann gerade nicht boxen, okay. Meine Waffen haben sie mir auch abgenommen. Oh! Das war aber nicht Emma, oder? Ne, da ist sie. That's my cue to get on stage. Are you sure? Take the gun. If they get past me, you'll need it. Wir sind ziemlich tough. Krass. Okay, wie ist die Lage? Da oben sind welche. Wie, das war's. Bargeld hat er auch noch dabei gehabt. Dropkick. Ich glaube, wir wissen alle, was das bedeutet. Jawohl. Geht das doch. Weg mit den beiden. Ich glaube, das... Okay, ich muss das noch üben, aber das werden wir öfters einsetzen. Okay, das hat nicht funktioniert. Guckt alle mal bitte ganz kurz weg. Aber nur ganz kurz. Ihr dürft wieder gucken. Oh, ist der tot? Jawohl. Okay, den hätten wir besser timen können, aber das nützt auf jeden Fall das, was wir wollen. So, gute Frau. Das nehmen wir natürlich gleich alles mal mit. Aber ich glaube nicht viele weitere Zombies zu sehen. Klar doch. Kann ich eigentlich auch das Messer werfen? Oh, das ist ja cool. Darf ich das mal haben? Ich will doch nur mein Messer wieder haben. So, gleich mal eine Kieferorthopie machen. Okay, das war's. Wollte gerade sagen, nochmal zum Kieferorthopäden, weil man vieles sehen konnte. Aber das hat er selber erledigt. Und Drake. Darauf erstmal einsaufen. Und wir haben mehr Leben. Wie, die stehen wieder auf. Erstmal weggeben. Das ist echt heftig. Die Grafik ist schon echt cool. War das Herr Bart oder hat uns gerade angekotzt? Runter mit der Rübe. Das nehmen wir mal mit. Achso, wo müssen wir jetzt eigentlich hin? Wir sollen ja eine Sicherung reinmachen. Muss ich vielleicht wieder zum Haus? Alles klar, lass mich mal alleine. Da brennt ein bisschen was. Hollywood. So, aber was soll ich... Ist das euer Ernst? Ich glaube, die spawnen einfach immer wieder, wenn wir hier sind.
Danke für das Schwert. Okay, F ganz schnell. Und nochmal F. So Leute, langsam nervt ihr mich. Ah, ich soll da unten hin. Auch cool, dass wir rutschen können. Okay, da haben wir schon mal wieder eine Waffe, die nehmen wir gleich mal mit. Ein Wasserkanister, erste Hilfe nehmen wir noch mit, Stoff nehmen wir mit, das noch ein Wasserkanister. Wir nehmen mal alles, was wir nehmen können. So. Was passiert, wenn wir das machen? Okay, gar nichts. Achso, mit F können wir wieder fallen lassen. Nehmen wir die noch mit. Gut, ich schätze mal, da oben wird uns gleich was erwarten. Mal sehen, wie wir die Sache angehen. Aber ich schätze mal, wir lassen das einfach mal fallen. Da werden wir nicht durchkommen. Die zerlegen wir jetzt erstmal. F wieder. Du bist aber hässlich. Leute. Ich habe doch schon eine Freundin. Schicker Arm. War so am Rande. Okay, erstmal haben wir es. Dann gehen wir mal da hoch. Und setzen die Sicherung ein. Halte sie zurück, bis das Tor schließt. Was, sie können doch gerne reinkommen. Sucht die denn da? Kann das... Das Tor eh aufzudrücken, habe ich mich gerade erschrocken. Oh, tut mir leid. Wie, die hat es geschafft hier. Oh, der. Okay, gehen wir mal zu den anderen. Nur um sicher zu gehen. Aha. Kann ich eigentlich aus Versehen auch Verbündete verprügeln? Ja. Kann ich Verbündete auch? Nur um das zu wissen. Oh, ich kann gar nicht auf sie schlagen. Hallo, Carlos. All secure. Give our zombie audience a stern talking to. And they saw the light eventually. Kennt ihr diese Bilder, wenn man darauf guckt? Die Augen einen immer verfolgen? Und wer bist du? Ronnie. Ach, der war auch vorhin dabei, beim Flugzeugabsturz. Er ist hier, Elizabeth. Hallo? Okay, sie ist sehr still. Okay, hier ist nichts. Da ist jetzt ja auch noch jemand. Luciana. Just remarkable. I've been theorizing a number of potential outcomes for your situation, 26 in total to be exact. However, none concluded with you being, well, alive. This is most fascinating. Alive and smearing zombs across the drive. Okay, wir gehen mal. You know, casual non-dead things. Ich würde sagen, gehen wir direkt mal runter. An die Steuerung muss ich mich noch ein bisschen gewöhnen. Ich glaube, die Maus ist auch ein bisschen zu schnell eingestellt, aber erstmal nehmen wir es hin. Rise of the God Spider. Number of this beast is 888. Kann hier echt nichts zerlegen in der Bude.
Ich muss sagen, ist vielleicht Geschmackssache, aber so richtig schön fand ich das Haus bis jetzt noch nicht. Das Haus an sich ja, aber nicht die Einrichtung. Thank you for going out there. God, this is beyond insane. I mean, I don't know how to do this. I'm not supposed to die here. At least you'll die with me, Emma. Oh, fantastic. No, no, what I mean to say is you're not dying. Not with me around. Now, since the health of our possibly undead friend here not is... Undead. We can't verify that, okay? Since your health is in question, we need a lead, person here. A lead protector. And Emma, I will be your protector. Ich hab das Gefühl, der Typ ist scharf auf sie. No shot on this 8-ball. Who's the cue? It's broken anyway. Klar. Don't touch her! Sam! You hear that 8-ball line? I saw the cue and nailed it. You're shocked, I get it. I couldn't exactly call ahead. No. Or call any time in the past 15 years since you popped out to the store. I think we should talk about this later. I'm here to get you out of here. Emma is a huge star. Her fans are probably crowdfunding for her rescue right now. Guess again. City's locked down. Oh, man. Being famous don't count for shit. Lucky for you, I've been through this before. Fuck off. No one's been through this before. Guess again, again. This zombie shit happened twice already. All got covered up. But I survived. Ah, er ist wohl einer aus dem ersten Teil. I'm immune. Big deal. So are they. What's that now? This motherfucker. This motherfucker. So, you're not special and we're doing fine. Thanks. I'm immune. You still need me. I killed more zombies than you got you. So what exactly is your plan for getting us out of here? I'm still working out the details. We don't need him. You know you do. I'm immune. Fine, you can stay. Everyone else has moved in, so why not you? I'll show you where you're sleeping. This way. Ach man, kannst du nicht die Waffe da lassen? What does he mean being famous doesn't count for shit? How ridiculous! I'm immune. Time I had a chat with this is Emma John we're talking about here. It's Emma John. So. Herausforderungen öffnen. Schließe eine Erkundungsherausforderung ab. Schließe drei Suchmeldungen, Vermisstenfälle ab. Reise in jede Zone. Ja gut, das sind dann wahrscheinlich Herausforderungen, die wir bis zum Ende des Spiels erledigen können. Nun gut. Den nehme ich gerne nochmal mit. Darf ich nicht. Mit der Lampe darf ich auch nicht spielen. Plus leere Fähigkeiten-Slots. Drücke K, um deine Fähigkeiten-Deck aufzurufen und auszurüsten. Ja, habe ich da ausgewählt. Drücke E, während du dich in der Luft befindest, um einen kraftvollen Sprungtritt auszuführen. Der handelsübliche Zombies in die Luft schleudern kann. Dropkick. Ach, hier kann ich noch was auswählen. Gesichert. Sicherer Raum. Der Gebrauch eines Medikits löst eine kraftvolle Explosion aus, die Zombies in der Nähe aus dem Gleichgewicht bringt. Und das gefällt mir doch. Mehr können wir noch nicht machen. Rufe die Kavallerie. Bitte Sam um Rat. So, draußen ist gesichert. Dann gehen wir mal dahin. Okay, Riesen anwesend. Hier ist, sind die beiden. Hier ist Sam. Darf ich mir eine Waffe aussuchen? Also, ich würde die Knarre nehmen. Ach, jetzt darf ich reden. Sure, if you want to get dissected. Hey, come now. We'll be VIPs. R.I.P.s. Emma's got 6 months of food in the basement. We can wait it out here. What? Your plan is to just sit in your arse for 6 months? Nah.
You do you, but I'm getting out of this city. You're immune. You ain't bite-proof. Neither are they. They're not the only ones who can fight dirty. You don't know shit. Out there, you gotta be a mechanic, medic, Jackie fucking Chan rolled into one. Jackie fucking Chan. I could do even better. Yours truly. Alright, it's your ass. Hey, if you're going out there, you're gonna need some special sauce. Grab that machete. Schnapp dir die Machete. Okay, this is how you give us some spice. You'll need parts, though. Take some of this shit lying around here. Suche nach Teilen, die du an der Werkbank verwenden oder umfunktionieren kannst. Okay, lerne deinen neuen besten Freund kennen, die Werkbank. Nutze Werkbänke, um deine Waffen zu reparieren und mit verheerenden Effekten und Boni auszustatten. Nur ungewöhnliche, seltene oder exquisite Waffen können optimiert werden. Waffe optimieren. Mods verbessern Waffen, sodass sie zusätzlichen Schaden und Statuseffekte verursachen. Manche Mods ändern die Art von Schaden, der durch die Waffe verursacht wird. Dieses Elektroschocker-Mod lässt deinen Schockschaden verursachen und Zombies elektrisieren. Muss man das Mikrofon ein bisschen zur Seite nehmen. So, versuche jetzt die Mod herzustellen und deine Waffe damit auszustatten. Um einen Mod oder einen Vorteil herzustellen, benötigst du den entsprechenden Bauplan. Bislang hast du einen Bauplan, den für die Elektroschocker-Mod, du gerade hergestellt hast. Sobald du einen Plan besitzt, kannst du beliebige viele Waffen mit der Mod oder dem Vorteil ausstatten, solange du die nötigen Teile dafür hast. Dann sehen wir uns jetzt mal die Vorteile an. Vorteile verbessern Waffen auf unterschiedlichste Weise. Manche Vorteile haben sowohl negative als auch positive Effekte. Überlege also gut, was dir am wichtigsten ist. Waffen mit höherem Seltenheitswert haben mehr Vorteilsschlots. Schlots, was sie flexibler und schlagkräftiger macht. Vorteil hinzufügen. Um Mods, Vorteile und andere nützliche Sachen herzustellen, benötigst du Teile, die du in ganz LA finden kannst. Gehen dir die Teile aus, kannst du Waffen recyceln oder Mods und Vorteile von Waffen entfernen. Momentan hast du genug Teile, um diese Waffe auch mit einem Vorteil auszustatten. Nur zu. Dann wollen wir das auch gleich mal machen. Baupläne kannst du finden, wenn du LA erkundest und Quests abschließt. Manche Händler verkaufen sogar welche. Außerdem kannst du Baupläne verdienen, indem du die Herausforderungen abschließt, die du im Herausforderungen-Menü findest. Sammle so viele Baupläne wie möglich, um dir neue Möglichkeiten zu eröffnen, deine Lieblingswaffen, Mods und Vorteile zu verpassen. Verstanden. Erhöhe den Schaden, verringere dafür die Haltbarkeit. Deine Waffe kann Schockschaden zufügen, das haben wir. Erhöht die Kraft. Das gibt's noch nicht. Achso, jetzt hab ich's aus. Jetzt an. Ich glaube, ich weiß es nicht. Okay. Maximale Haltbarkeit. Was ist, wenn ich das jetzt ausmache? Haben wir bei 42. Und wenn ich es mit reinnehme. Oh. Oh, ich glaube, ich habe es kaputt gemacht. Na gut. Recyceln. Das bedeutet reparieren, genau. Dafür gibt es auch Upgrades. Die kann ich aber noch nicht ausrüsten. Davon haben wir jetzt ja nun mehr. Ich würde sagen, dann recyceln wir den hier mal, was wir auch immer damit machen können.